Folgendes ist passiert. Und zwar, ich habe eigentlich vorgehabt, es kamen so die Infos oder die Gerüchte kamen besser gesagt raus, dass die AI-Coins, Fetch, Singularity.net, Ajax und Ocean Protocol, dass sie zusammen fusionieren werden, ein Unternehmen draus machen und sogar die Token zu einem gemerged werden von 3 zu 1, ja. Und ich habe mir so gedacht, gut, jetzt sind erstmal ganz ruhig, jetzt sind erstmal nur Gerüchte, machen wir morgen ganz entspannt ein Video drüber, ein Schnacken drüber, zack. Haut Fetch und die anderen einfach die Info raus, dass es offiziell ist. Tatsache. Also, wir gehen rüber in den Splitscreen hier. Na, Splitscreen, Corner Camera, was auch immer, wie man das jetzt hier nennen mag. Also, es ist offiziell. Das ist auch nicht die Fake-Seite oder sowas. Fetch hat das jetzt vor 10 Minuten, ja, jetzt fast eine halbe Stunde schon, offiziell bekannt gegeben, dass daraus also das Unternehmen Super Intelligence Alliance wird mit dem ASI. I-Token, ja, also diese drei Unternehmen, die fusionieren tatsächlich. Huiuiuiui, huiuiuiui. Pump oder Dump, das fragen jetzt alle. Ja, und da sehen wir genau das perfekte Beispiel. Buy the rumors, sell the news. Als die Gerüchteküche aufging, bwupp, solche Kerzen, jetzt, zack, als die News offiziell bestätigt wurden, bam, rot. Krass. Richtig krasse Geschichte, auf jeden Fall erstmal als solches. Und meine Meinung, ich bin gleich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Das werde ich mir gleich durchlesen, was ihr schreibt. Bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung dazu, denn meine Meinung ist ein bisschen zwiegespalten oder besser gesagt, sie ist sehr zwiegespalten zu diesem Thema. Nummer eins, das, was sie jetzt natürlich hier gemacht haben. Also grundsätzlich, hier, wir schauen uns auch gleich mal den folgenden Artikel dazu an. Also, dass sich drei Unternehmen per se bündeln, das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Ungewöhnliches, eher finde ich tatsächlich auch was Gutes in dem Sinne, weil fliegen drei unterschiedlich krasse Know-hows zusammen und drei. Und auch das Kapital wird ja so gesehen zusammengeschleust, logischerweise der Wert des Unternehmens. Das heißt, wir haben ja da, wie sie es wirklich nennen, eine Superallianz quasi, die dann auch entgegen den zentralen AI-Bereich wie Microsoft, Google etc. dann da wirklich viel besser gegen anstinken können, als wenn sie es alle drei kleinen Fische einzeln versuchen und zu machen. Und die Projekte, die waren ja ohnehin untereinander ja schon gepartnert. Das habe ich euch ja auch immer schon erzählt in vorherigen Videos. Das ist jetzt per se nichts Neues von wegen, ach, ey, wir könnten übrigens mal mit denen eigentlich fusionieren. Lass sie da mal anschreiben. Also die sind schon lange untereinander gepartnert, diese Projekte. Diese Infrastruktur bestand sowieso schon. Deswegen per se finde ich das von einem Token, von einem Zusammenschluss der Unternehmen gar nicht unbedingt schlecht. Daraus soll jetzt aber ja auch ein einziger Token werden, in dem Fall, also ein Merge dieser drei Tokens. Und das ist so das Ding, was ich aufgrund dessen auch vollkommen kritisiere, weil das zeigt einfach, wie komplett useless eigentlich diese drei Tokens sind. Wenn du da einfach so ein Merge von machen kannst oder machen wirst, dann in dem Sinne, denn. Einfach nur mal, um das zu vergleichen mit BitTensor Tau, ja, wo die Token nur durch ein Proof of Intelligence überhaupt in den Umlauf gebracht werden können. Da wäre das überhaupt gar nicht möglich in der Form. Das gesamte Netzwerk würde gar nicht mehr existieren oder würde so nicht funktionieren, zusammenbrechen oder könnte so nicht koexistieren oder könnte mergen mit jetzt irgendwie ein von diesen drei Unternehmen und so weiter. Na, also das einfach nur mal als Vergleich, warum auch Tau, BitTensor Tau, ganz klar für mich Number One AI-Projekt überhaupt ist und wie wir gesagt haben, rein theoretisch ja auch das einzige AI-Projekt, was du brauchst, rein theoretisch. Ne? Ich will hier jetzt auch nicht den Tau-Maxi raushängen lassen, im Endeffekt geht es uns darum, Rendite zu machen und ich muss auch sagen, Stand jetzt, dadurch, dass Tau jetzt stärker korrigiert hat, Fetch nochmal ein neues All-Time-High gemacht hat, bin ich tatsächlich sogar mit meinem Fetch Invest habe ich eine größere Rendite jetzt gerade geschlagen, Stand jetzt, als mit Tau sogar. Das aber einfach nur mal zum Vergleich, ne, wo man dann mal wirklich sieht, wie useless eigentlich die Token dieser drei Unternehmen sind. Ne? Das würde nicht gehen im Normalfall. Also es würde mit einem BitTensor Tau in der Form überhaupt gar nicht gehen. So, das ist das, was ich so ein bisschen daran kritisiere. Wir wollen jetzt einfach mal genauso den Artikel hier vollständig durchgehen. Den packe ich euch einfach mal auch in den Chat. Also. Na, hier steht es natürlich auch nochmal, wieso, weshalb, warum das funktioniert. Und das ist ja auch genau das, was ich per se eigentlich ganz gut finde. Ne? Die fortschrittlichen autonomen KI-Agenten und die Blockchain-Infrastruktur von Fetch. Das reiche F&E-Erbe von Singularity.net in der KI-Entwicklung und Integration und der Datenaustausch und die Monetarisierung durch Ocean Protocol. Ne? Also dreifaches Know-how wird zusammengepackt. Und das finde ich ist grundsätzlich eine richtig geile Geschichte. Wir haben aber jetzt hier das in Anführungsstrichen Problem. Es ist kein Aktienunternehmen oder so Unternehmen, die da so fusionieren oder sich zusammentun. Es sind halt Krypto-Unternehmen.
Unternehmen immer noch und es sind Kryptowährungen und diese müssen mergen. So, und das sehe ich dann halt ein bisschen anders, weil wir sind ja in dem Fall nicht einfach nur Shareholder, dass uns das irgendwie quasi egal sein kann, sondern Kryptowährungen, also das auch als Währung, als Zahlungssystem innerhalb des Netzwerks zu nutzen und zu bestätigen. Dieser Zweck ist ja so gesehen dann völlig useless, weil es nie hätte sein müssen. Denn ansonsten, wenn es Pflicht wäre, es gar nicht anders geht, das Netzwerk nicht laufen könnte ohne die Tokenbereitstellung und so weiter oder den Ablauf innerhalb des Netzwerks, dann würde so ein Merch überhaupt gar nicht funktionieren. In der Videobeschreibung findest du einen Link zur BaFin-regulierten Kryptobörse Bitpanda. Starte jetzt und profitiere von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren selbst per PayPal und Kreditkarte. Das ist das, was ich dann in dem Sinne nicht so gut finde, aber grundsätzlich klar, ein Zusammenschluss all dieser Unternehmen würde einen Gesamtmarketcap von 7,5 Milliarden US-Dollar bedeuten, was natürlich dann auch der Wert letztendlich des Unternehmens dahinter steckt, was grundsätzlich schon mal, ja, das per se ist. Das, was ich gar nicht so schlecht finde, in dem Sinne, dass sie sich zusammentun. Und da können natürlich viel neuere Geschichten geschaffen werden, neue Möglichkeiten werden geschaffen. Hier zum Beispiel von SingularityNet der Ben Goertzel, das ist ja letztendlich der Gründer und der CEO. Der soll dann, so wie es hier steht, zumindest auch CEO bleiben. Und weitere von FetchAI, Ocean Protocol, werden dann zum Beispiel, ja, Softwareentwickler werden, CMO werden, Chairman, was auch immer du von diesem Unternehmen dann auch oder wie die Unternehmensstruktur dann auch aussehen könnte. Ja, die Antwort liegt in der Dezentralisierung. Natürlich auch hier ganz klar gesagt, immer so dezentral, wie es letztendlich geht. Ne? Natürlich sind auch das Personen, halbwegs zentrale Instanzen, die dahinter stecken, aber es ist natürlich ganz klar ein anderer Schnack als jetzt Microsoft oder Google dann in dem Sinne. Ne? Also so dezentral, wie es geht. Und das ist natürlich das Richtige dabei. Grundprinzipien der Allianz, Schaffung einer dezentralen künstlichen Superintelligenz, ASI, die der Menschheit zugutekommt und inklusiv ist. Ja, das ist für mich jetzt ganz viel Blablabla und ne? Interessant ist ja natürlich, was passiert jetzt für uns als Investoren? Ja, was muss ich mit meinen Fetch-Token machen? Was muss ich mit den Ajax-Token machen? Was passiert hier? Was ist der Vorteil? Muss ich Angst um mein Investment haben? Und, und. Das steht letztendlich hier weiter drin. Hier kann man nämlich auch noch in die FAQ-Seite gehen. Und Fetch soll jetzt letztendlich die Reservewährung des ASI sein. Also der wird direkt quasi umgewandelt zu ASI. So wie ich das jetzt hier zumindest rauslese. Für alle, die Fetch halten, muss ich dazu irgendwas tun. Also das ist ein Ding, das vornherein klar war, was alles, was auf der Börse liegt, das wird immer automatisch gemerged. Ne? Generell bei irgendwelchen Merch, wo auch immer das stattfindet. Da muss nichts gemacht werden. Alles, was auf der Börse gehalten wird, das macht die Börse dann für euch. Da braucht man sich um nichts zu kümmern. Generell, um schon mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, jetzt gerade muss sowieso noch niemand irgendetwas machen. Ja, da muss, jetzt gerade braucht man nichts machen, man braucht sich um nichts in irgendeiner Art und Weise Sorgen machen. So, weiterhin für die Token, Ocean und Ajax, die werden dann halt geswappt, beziehungsweise wenn, wie es hier jetzt auch steht, wenn die Fetch-Token jetzt auf einer Wallet aufbewahrt werden oder so, dann muss man natürlich dem einen Token-Swap-Mechanismus verwenden, der bald, ganz wichtig, noch nicht jetzt, also wenn ihr irgendwas jetzt schon in dem Sinne seht, es ist Scam, ja, fallt da schon mal nicht drauf rein, also auch die Scam-Entwarnung hier nochmal ganz klar, es geht jetzt nicht, wartet auf ein offizielles Statement von genau diesen drei Unternehmen jetzt tatsächlich. So, aber es wird 1:1 umgetauscht, das heißt, keiner verliert hier in irgendeiner Form, irgendeiner Art und Weise Geld. Das gleiche gilt für Ocean und die Ajax-Token. Auch die werden geswappt mit 1:1 Wechselkursen. Das heißt, ja, als Beispiel, du hast $10.000 in Fetch, dann bekommst du umgerechnet $10.000 in ASI-Token dann. Also es braucht sich niemand da irgendwie Sorgen um das Kapital machen. Natürlich unterliegen die Token jetzt extrem starken Schwankungen, das ist logisch. Ne? Aber das hat jetzt auch gerade damit zu tun, dass generell auch hier gerade ein Schuss nach hinten losgeht. Also auch der Bitcoin hat hier gerade die große rote Kerze wieder gesehen. Ne? Also das ist jetzt nicht, oh, Achtung, blöb, AI ist wieder tot oder sowas. Damit hat es jetzt gerade eher weniger zu tun. Es geht jetzt hier wirklich darum, ja, dass hier keiner Sorgen um sein Geld haben muss. Na, also das wird 1:1 alles migriert, in welcher Form auch immer. Da einfach die offiziellen Statements von den Seiten abwarten. Da muss sich keiner Angst um die Geldmenge machen oder so. Der Wechselkurs wird 1:1 sein. Da wird keiner in der Form irgendwie was verlieren. Die haben das ja sicherlich nicht, das war ja sicherlich keine Kurzschlussreaktion von denen. Die werden das schon lange im Hintergrund irgendwie geplant haben. Aber ja, das ist letztendlich so meine Meinung dazu. Zusammenschluss zweier, dreier Unternehmen finde ich per se nicht schlecht. Es ist ein gebündeltes Kapital, es ist ein gebündeltes Know-how. Man kann einfacher gegen die großen zentralisierten Unternehmen gegen anstinken. Token-Merge
zeigt für mich einfach nur, wie komplett useless so gesehen eigentlich die Token per se waren und damit ja eigentlich den Zweck von Kryptowährung dann im dem Sinne als Bezahlungsmittel da so ein bisschen verfehlt haben. Aber gut, man kann ja grundsätzlich, ich weiß, das machen auch einige, das Investment in Kryptowährung ohnehin um die Ecke gedacht als einfach nur, ja, Shareholder bezeichnen, also als quasi als Aktieninvest, dass man im Vorfeld die Möglichkeit hat, einfach schon vor einem Börsengang quasi in ein Unternehmen zu investieren in Form einer Kryptowährung. Ja, also so haben ohnehin viele Leute immer Kryptos per se betrachtet, was gar nicht so dumm ist, der Gedanke auf jeden Fall. Und ja, das ist es letztendlich. Das ist alles Wichtige, was wir jetzt erstmal an Infos haben, meiner Meinung nach. Hier stehen natürlich nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wie das dann aussehen wird, dann in dem Sinne. Und genau. Wie wirkt sich das auf die Zukunft des Tokens und die Community aus? Es wird erwartet, dass die Einführung von ASI unsere Präsenz im dezentralen KI-Ökosystem darüber hinaus stärken wird. Mit einer Community von über 250.000 Wallets und mehr an Börsen sieht die Zukunft vielversprechend aus. Das ist für mich jetzt alles bla 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 in diesem Sinne. Gut, ich bin auf eure Meinung gespannt.